So, liebe Teilnehmer, ein ganz herzliches Willkommen. Ich darf euch jetzt willkommen heißen zum ersten Deep Dive des Tages. Ich bin Vera Nikolic von den Vogel IT Medien und begrüße Oliver Weise. Hallo Oliver. Hallo. Ich darf dich auch kurz vorstellen. Du bist Principal Software Engineer bei der Consol und Teamlead in der Funktion und leitest das Software- und DevOps-Engineers-Team in der Niederlassung in Düsseldorf. Und du beschäftigst dich sehr mit den cloud-nativen Methodiken zu DevOps-Automatisierung und Site-Reliability-Engineering. Wir dürfen uns auch auf Live-Coding freuen, habe ich gehört. An euch, liebe Teilnehmer, der Hinweis, ihr könnt gerne in der Kachel neben dem Chatfenster auf Full-Screen-Modus gehen, dann seht ihr noch mehr und ihr könnt auch das Chatfenster verkleinern mit dem Pfeil rechts. Also von daher habt ihr dann volle Sicht und freue mich auf den Deep Dive. Und falls ihr Fragen habt, natürlich auch gerne in den Chat reinschreiben und übergebe jetzt das Wort an dich, Oliver. Okay, vielen Dank, Vera. Ja, herzlich willkommen zu unserem Technical Deep Dive rund um Nginx, Ansible und OpenShift. Ich habe heute vor, tatsächlich ein bisschen Live-Coding zu zeigen. Tatsächlich ist das Material, was ich zeigen will, eigentlich mehr so aus einer Dreiviertelstunde ausgelegt. Wir haben heute nur eine halbe Stunde. Daher werde ich das ein bisschen raffen müssen. Ich hoffe, es wird trotzdem nicht zu hektisch und wir können einigermaßen was rüberbringen. Also starten wir einfach mal. Ja, das bin ich. Die Vera hat mich ja gerade schon vorgestellt. Ich arbeite bei der Consol GmbH in Düsseldorf und die Themen, die wir hier rechts sehen, ist das, wo wir uns und ich mich für die Consol mit beschäftigen. Und hier sehen wir schon ein paar Stichworte, die auch heute eine Rolle spielen. Wir sehen Automation und Kubernetes. Und ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, will ich jetzt erstmal anfangs die Situation schildern, mit der wir uns heute befassen werden. Na, ich gehe mal direkt zur nächsten Folie. Ich gehe davon aus, viele Leute im Publikum deployen Applikationen auf Kubernetes oder halt OpenShift, was ja im Endeffekt Red Hat's Version von Kubernetes ist. Da haben wir das übliche Bild hier. Wir haben hier links eine Plattform, in dem Fall OpenShift. Da gibt es jetzt ein Deployment, was wir gerne hätten und ein paar Pods, die daraus erzeugt werden, die irgendeinen Service anbieten und den Service über das Kubernetes-Service-Objekt, über das Ingress-Objekt wollen wir halt nach außen geben. Und üblicherweise definieren wir halt diese Sachen über Ressourcendefinition. Ja, also diese typischen YAML-Files, die hier oben angedeutet sind. Wir definieren ein Deployment, ein Service und ein Ingress. Und die können wir im Endeffekt an unsere Plattform übergeben. Und die erzeugt dann diese Applikation einfach für uns. Ja, also wir definieren keine Prozesse, sondern wir definieren über diese Ressourcen halt den Endzustand, den wir gerne hätten, geben den der Plattform. Die Plattform sagt so, hier hast du es. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Wir haben da inzwischen auch Techniken, die darüber hinausgehen. Wenn man jetzt ein GitHub-System vorsetzt, dann kann man diese Ressourcendefinition auch versionieren und darüber dann Rollouts machen, zwischen verschiedenen Versionen wechseln. Alles sehr komfortabel, haben wir uns alles dann gewöhnt. Das ist generell eine ziemlich coole Art, Infrastruktur und Applikationen zu deployen und als Code zu managen. Jetzt gibt es allerdings bei vielen Applikationen ja die Situation, dass es irgendwo noch einen Bestandteil außerhalb gibt, eine Infrastrukturkomponente, die wir brauchen, die wir auch konfigurieren müssen, die allerdings logischerweise nicht über YAML-Resource-Definition-Files managebar ist, sondern irgendwie anders. Diese Aufgabe erfüllt hier bei uns eine externe Nginx-Routen-Infrastruktur, die dann für gewöhnlich auch in einem DMZ steht, also im anderen Netzwerksegment. Die kann ich logischerweise nicht über YAML konfigurieren, aber dennoch muss ich da gegebenenfalls das Routing konfigurieren, damit beispielsweise Leute aus dem Internet, die halt nur Zugriff auf diesen Nginx-Server im DNZ haben, auch letztlich im Hintergrund auf unsere PaaS-Plattform kommen. Die werden typischerweise dann manuell konfiguriert über klassische IT-Automation. Das ist für uns relativ blöd. Wir hätten gerne alles aus einer Hand. Wir hätten gerne die ganze Applikation, die wir wollen, alles, was dazugehört, damit es funktioniert, in YAML-Ressourcen. Was kann man da machen? Stellen wir uns vor, da sagt uns jemand, ja, schreib doch einen Operator. Klar, machen wir. Was ist denn ein Operator? Beschäftigen wir uns da vielleicht erstmal mit. Ein Operator ist im Endeffekt ein Stück Software, was auf Kubernetes läuft oder halt OpenShift. Und letztendlich bringt ein Operator der Plattform bei, einen neuen Ressourcentypen zu kennen und zu handeln. Ja, es gibt diese vordefinierten Ressourcentypen, Deployments, Pods, Services, whatnot. Und wir sagen, wir brauchen jetzt einen neuen Ressourcentypen, mit dem wir noch was anderes managen wollen. Und wir nennen diesen Ressourcentypen hier auf der linken Seite Nginx Root.
Ja? Wir sagen, okay, wir hätten da gern konfiguriert, wenn vorne auf dem Nginx-Server, der halt ins Internet, im Internet verfügbar ist, irgendein Request reinkommt über den Pfad bar, also slash bar oben in der URL, dann soll der bei uns hinten an die Backend-URL so und so weitergeleitet werden. Und diese Backend-URL kann dann halt eine Applikation bei uns im Parse sein. Also quasi wir teilen halt OpenShift oder Kubernetes mit diesen Ressourcentypen gibt es. Und dann installieren wir einen sogenannten Operator Manager. Das ist im Endeffekt dieses Stück Software, was da läuft. Das wird automatisch benachrichtigt, wenn Ressourcen von Typ Nginx Root erzeugt werden, bearbeitet werden oder gelöscht werden, und kann da entsprechend auch reagieren und dann das umsetzen, was letztendlich hinter der Ressource stehen soll. In unserem Fall werden wir Folgendes machen. Wir werden im Pod ein Ansible-Projekt starten und dieses Ansible-Projekt wird per SSH auf den Nginx-Server sich einloggen und da die Routing-Config ändern. Ja. So dass wir im Endeffekt sagen können, okay, zukünftig, wenn ich ein Projekt habe, ich kann eine Nginx-Root-Ressource deployen, am Ende poppt, also findet eine Umkonfiguration des Nginx-Servers statt. Jetzt könnte man sich an der Stelle fragen, warum Ansible? Zwei Gründe. Erster Grund, Ansible ist sehr vielseitig. Ja, also es muss im Grunde genommen nicht unbedingt ein SSH sein, womit ich mich irgendwohin verbinde. Ich kann damit Cloud-Ressourcen managen, Datenbanken managen, alles Mögliche machen. Das heißt, wenn ich das einmal gelernt habe, habe ich ganz viele Use Cases offen für mich. Zweiter Grund ist, Nginx stellt für das Management ihrer Server eine fertige Ansible-Kollektion zur Verfügung. Das sind vordefinierte Funktionalitäten, die ich einfach nutzen kann und denen ich ähnlich jetzt in der Ressource sagen kann, okay, konfiguriere mir doch jetzt bitte mal diesen Backend-Proxy. Ansible oder diese Kollektion macht das dann auf Nginx, ohne dass ich mich um die Details kümmern muss, wie das wirklich funktioniert. Dann hier nochmal ein Bild der infertigen Infrastruktur, wie sie am Ende aussehen soll. Wir haben hier oben jetzt einen neuen Ressourcentypen, diese Nginx-Root-YAML, die stecken wir hier ein. Und dann gibt es hier ein weiteres Deployment, das ist unser Operator-Manager. Der Operator-Manager startet auch einfach im Endeffekt einen Pod und dieser Pod letztendlich startet Ansible auf Basis dieser Definition, geht per SSH hierhin und modifiziert die Routen-Config. Das in aller Schnelle die Situation. Kurzen Überblick der Tools, die wir heute zum Einsatz kommen. Zu OpenShift muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ist die Kubernetes-Plattform von Red Hat. Nginx ist ein HTTP-Stack, eine hohe Performance. Hier ein Reverse-Proxy. Wir benutzen das Operator-SDK. Das ist ein Toolkit, wo ich entweder auf Basis von Helm-Charts, auf Basis eines Go-Programms oder halt eines Ansible-Projektes Operatoren schreiben kann. Wir benutzen hier Ansible. Und Ansible selbst ist einfach ein klassisches IT-Automationstool, sehr flexibel. Und arbeitet typischerweise, indem es sich per SSH irgendwo einloggt, aber nicht nur so. So, das erstmal zur Situation. Die finale Version dessen, was ich heute zeige, ist hier auf GitHub erhalten. Könnt ihr euch dann entsprechend rauskopieren, wenn ihr die Folien runterladet. Aber ich lege jetzt einfach mal mit der Live-Demo los. Ich zeige euch erstmal die Situation, die ich hier habe. Ja, klar, es ist jetzt das Login weg. Da muss ich mich einmal neu einloggen. So. Und mir das Passwort schnell irgendwo herholen. Das Passwort ist jenes. Und ich bin der Cube-Admin. Und das hier ist mein Kennwort. So, das ist ein lokales OpenShift, was ich habe, ein Code-Ready-Container. Und auf diesem lokalen OpenShift, der bei mir in der VM läuft, gibt es verschiedene Projekte und da gibt es bereits ein Projekt, das nennt sich Sample App. In diesem Sample App Projekt läuft ein kleines Python, eine Demo-Applikation. Hier unter Route kann ich mir angucken, unter welcher URL das hier lokal bei mir verfügbar ist. Das ist diese Python-Applikation, da passiert nicht viel, das ist auch bloß eine Demo-Seite, aber das nimmt jetzt mal die Rolle ein der Applikation, die wir deployed haben und die wir unseren externen Nginx routen wollen. Unser externer Nginx ist hier rechts daneben, das ist halt eine andere VM auf meiner Maschine. Ja, läufst du wenigstens noch? Ja, der läuft noch. Und ist jetzt halt quasi unser DMZ-Nginx. Und hier wollen wir erreichen, dass wenn wir hier die /bar eingeben, wir unsere Python-Applikation sehen, was momentan, wie wir hier sehen, noch nicht der Fall ist.
Dann wechsle ich mal kurz zu meiner Entwicklungsumgebung. Schnell erklärt, hier unten habe ich zwei kleine Terminals. Dieses Terminal hier befindet sich per SSH auf dem Nginx-Server drauf, damit wir uns angucken können, was da passiert. Wir sind hier im Nginx-Config-Directory drin, was momentan noch komplett leer ist. So, und hier gibt es ein anderes Terminal und in dem werde ich jetzt arbeiten und werde diesen Operator draften. So, was mache ich da? Ich muss erst einmal kurz hier mich wieder sortieren. Jawohl. Ich habe in einem leeren Verzeichnis. Ich rufe jetzt das Operator SDK auf und sage, initiiere mir erstmal ein Projekt. Das ist im Endeffekt auch ein Kommandozeilentool erstmal. Da muss ich eine Domäne eingeben, die im Endeffekt meinen Ressourcentypen qualifiziert. Ich muss ihm sagen, pass auf, ich hätte gerne Ansible benutzt. Und gebe dem Ding noch einen Project Name. Das Ding heißt bei mir Ansible Nginx Operator. So, kurz checken. Das sieht alles soweit sinnig aus. Ich schicke das ab. Und das sagt er mir schon, wenn du was Sinnvolles damit tun willst, dann schick am besten direkt einen Create API-Befehl hinterher, API-Befehl hinterher. Der API-Befehl legt mir tatsächlich diese Custom Resource an als Template und noch ein paar andere Sachen, die dazu gehören. Da muss ich jetzt noch für die Ressource eine Gruppe angeben und eine Version. Üblicherweise startet man mit irgendwas Alpha-mäßigen und dann den tatsächlichen Typ der Ressource. Hier sage ich jetzt mal, du bist eine Nginx-Root. Ja. Dann sage ich ihm, generiere mir doch bitte auch ein Ansible-Playbook und generiere mir eine Ansible-Rolle. Für Leute, die Ansible nicht kennen, Playbook ist sowas wie das Hauptprogramm eines Ansible-Projektes und Rolle ist eine Routine darin, die halt irgendwas Spezifisches macht. Und das schicke ich jetzt einmal ab. Und jetzt gucken wir mal, was in diesem Operator-Folder hier passiert ist. Da ist ein Haufen Kram definiert worden. Zuerst ist mal in diesem Config-Folder sind ganz viele Kubernetes-Resource-YAMLs gelandet. Unter anderem hier in diesem Manager-Folder befindet sich eine Deployment-Definition. Das ist unser Operator-Manager. Und wenn ich den ganzen Kram halt auf Kubernetes deploye, habe ich einen Operator. Der macht freilich momentan noch nichts, weil es jetzt erstmal bloß Boilerplate ist. Also kann ich mal anfangen, hier was definieren. Ich fange in diesem CAD-Folder an. In dem CAD-Folder befindet sich die Definition unserer Nginx-Root-Ressource, also quasi wie die auszusehen hat, was für Felder die haben soll. Ja, Typ Custom Resource Definition. Und hier sage ich jetzt einfach mal unterm Spec-Bereich, da wo üblicherweise in den Ressourcen die Informationen stehen, möchte ich folgende Properties haben. Ich hätte gerne einen Path, der soll vom Typ String sein. Und ich hätte gerne eine Backend-URL, die ebenfalls vom Typ String sein soll. So. Das reicht hier an der Stelle schon. Ja, also jetzt habe ich im Grunde genommen Definitionen vorgelegt und habe gesagt, was für Felder drin sind. Dann kümmern wir uns mal um die tatsächlichen Ansible-Funktionalitäten. Ich gehe mal hier rüber in den Playbooks-Folder. Da gibt es jetzt so eine YAML-Datei. In Ansible ist auch alles YAML. Das ist jetzt halt quasi das Hauptprogramm. Hier steht drin, auf welchen Host ich laufe und was für Rollen ich ausführe. Host steht jetzt hier Localhost als Default. Das werde ich ändern zu All, weil wir wollen nicht nur auf Localhost bleiben. Und welche Hosts es tatsächlich sind, sage ich nachher später in einem sogenannten Inventory-File, was wir uns auch gleich noch kurz angucken. Also hier erstmal All, das heißt alles, was im Inventory ist. Und hier unten gebe ich die Kollektionen an, die Ansible-Kollektionen, mit denen ich gerne arbeiten würde. Und hier füge ich jetzt die Nginx Core-Kollektion hinzu, damit die hier auch qualifiziert ist. So, das ist das. Gehen wir mal auf die Rolle. Diese Rolle befindet sich hier im Roles-Folder unter Nginx-Root. Das ist eine Rolle, ist auch ein ganzer Menge Krams definiert worden. Wir interessieren uns hier momentan allerdings nur für das, was in Tasks drinsteht, was die tatsächlichen Action-Points sind, die halt letztendlich gemacht werden sollen. Und hier sagen wir jetzt, wir hätten gerne eine weitere Rolle included. Und diesmal ist das keine Rolle, die ich selbst geschrieben habe, sondern eine, die aus dieser Nginx-Kollektion kommt. Nginx Inc. Ich muss die jetzt hier nochmal voll qualifizieren. Und der Name der Rolle selbst heißt Nginx, nicht Core, sondern Config. Diese Rolle ist einfach dazu da, um den Nginx-Server zu konfigurieren und ihm zu beispielsweise weitere Backend-Proxys beizubringen. Und die Informationen darüber, wie das auszusehen hat, die kommen hier in einen Vars-Bereich, also einen Variablen-Bereich. Das ist jetzt ein klein bisschen komplizierter, deswegen habe ich das hier mal in einem anderen File vordefiniert.
Genau, das ist die Konfiguration, die ich hier an die Rolle übergebe, um dann ohne allzu ins Detail gehen zu können. Heißt es, hier mache ich einen Reverse Proxy auf Port 80 und an der Frontend Location mache ich einen Proxy Pass zu dieser Backend URL. Ja. Und diese doppelten geschweiften Klammern sind die Interpolationssyntax von Ansible und Jinja. Und hier drin, das sind im Endeffekt die Werte, die aus unserer Nginx Root Ressource ausgelesen werden. Also quasi der Pfad, der drin ist, und die Backend URL. Das kopiere ich jetzt hier mal rüber. Mal schön auf die Einrückung achten bei YAML, aber das sollte genauso sein. So, dann haben wir jetzt Playbook. Das ist alles, was ich in der Rolle machen muss. Mehr muss ich nicht tun. Und das Letzte fehlt jetzt noch das Inventory. Ja, also wir haben definiert, was wir machen. Jetzt müssen wir definieren, wo wir es machen. Dieses File habe ich auch schon mal vordefiniert. Auch ein kleines YAML-File. Da steht im Endeffekt nur drin, okay, es gibt den Host Nginx Engine. Und der ist unter dieser IP-Adresse verfügbar. Auch diese Datei kopiere ich jetzt mal rüber. Und zwar der Einfachheit halber jetzt einfach mal in den Playbooks-Verzeichnis. Okay. Genau. Jetzt habe ich im Grunde genommen alles Ansible und Controller-mäßig gemacht, damit das Ding funktioniert. Und jetzt ist auch der Punkt, wo ich leider den letzten Rest nicht mehr ausprogrammieren kann, um den Zeitrahmen nicht zu sprengen. Deswegen springe ich jetzt zu einer finalen, fertigen Version der Geschichte, sage aber noch, was da noch dann geändert worden ist. Logisch ist, dass der Operator Manager im Endeffekt auch ein Container ist und dazu muss ein Container-Image gebaut werden. Das Container-Image wird über dieses Docker-File hier im Root definiert, was auch größtenteils vordefiniert wurde vom Operator-SDK. Das Einzige, was ich hier hinzugefügt habe, ist, dass ich noch einen OpenSSH-Client installiert habe, über das DNF-Tool in das Image hinein, ins Linux, weil das Basis-Image ist halt sehr klein, da ist das gar nicht dabei. Was wir hier auch sehen, hier gibt es so einen Ansible Galaxy Collection Install-Befehl. Der installiert die Kollektion, die wir brauchen, in das Image hinein und holt sich die aus dem Requirements-YAML. Das ist auch ein Fall, was sich hier im Root befindet. Und hier habe ich einfach auch bloß die Nginx-Kollektion hinzugefügt. Und zuletzt habe ich noch das Manager-Deployment ein bisschen angepasst. Einerseits habe ich ihm hier über eine Umgebungsvariable Ansible Inventory gesagt, dass er dieses Inventory-File nehmen soll, was wir rüber kopiert haben. Und des Weiteren habe ich hier einen SSH-Key eingemountet, also einen Private-Key, den im Endeffekt der Manager nutzen muss, um sich letztendlich auf der Nginx-Engine, auf der Nginx-VM per SSH anmelden zu können. Ja, das ist aber tatsächlich alles eher Standard-Kubernetes. Das ist das. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich fertig, um den ganzen Kladderadatsch auf OpenShift zu übertragen. Und die einzelnen Schritte dazu habe ich jetzt erstmal hier an einem Skript hinterlegt. Ich werde erstmal schauen, bin ich hier noch angemeldet? Nein, hier bin ich natürlich jetzt auch nicht mehr angemeldet. Das heißt, das muss ich noch einmal kurz machen. So. Da bin ich wieder. OC Status. Auf OpenShift bin ich hier angemeldet. Jawohl. Jetzt kann ich das Skript kurz aufrufen und während es läuft, um Zeit zu sparen, sage ich euch, was da drin tatsächlich passiert. Ich muss noch in den Final-Ordner wechseln. So, push everything to CRC. Bumm. Was macht das Skript? Eigentlich nur Kubernetes-Stuff. Einerseits jage ich hier die gesamte Konfiguration aus dem Config-Folder durch das Customize-Tool, was letztendlich noch keine Anpassungen vornimmt. Ist auch alles vordefiniert vom Operator-SDK und gebe das an OpenShift, sodass in OpenShift die Ressourcen, die sich im Config-Folder befinden, alle angelegt werden. Und dann mache ich eigentlich nichts weiter, als dass ich das Image für den Operator-Manager lokal bilde, mich an der Registry von OpenShift anmelde und das Image pushe. Ja, typischerweise in Produktivsetting würde man das wohl auf dem Server machen, aber der Einfachheit halber und der Schnelligkeit halber mache ich das hier lokal. Und ich benutze hier Podman als Docker-Alternative, funktioniert natürlich auch mit Docker. Einfach, weil ich Podman mehr mag. So, der macht hier einen Haufen Krams und jetzt ist er gerade beim Pushen. Also wenn ich jetzt zurückscrolle, ist das hier der Docker-Build gewesen. Und hier schiebt er das Image hoch. Ja, tatsächlich habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Und eigentlich heißt das, unser Operator ist jetzt installiert. Das heißt, wir können jetzt nochmal zum OpenShift zurückgehen.
und gucken uns da die Projekte an. Und da sollte sich jetzt ein neues Projekt befinden, das heißt Ansible Nginx Operator System. Gehen wir mal rein. Da gibt es einen Pod, der da jetzt läuft. Mit ein bisschen Glück. Nein, der hat jetzt Image Pullback Off. Manchmal kriegt er nicht mit, weil ich das Image technisch eigentlich später pushe. Lösche ich den Pod mal kurz. Erfahrungsgemäß startet er dann sofort einen neuen. Und dann sollte das eigentlich auch hinhauen. Ja, das sieht ja schon deutlich besser aus. Jetzt läuft der Pod. Beide Container sind ready. Und wir können uns mal angucken, was der Pod denn so macht. Also der Container, der Manager so macht. Gehen wir hier in den richtigen Container rein. Und ja, der läuft. Hat allerdings momentan noch nichts zu tun. Warum? Weil wir noch keine einzige Nginx-Root-Ressource angelegt haben. Das müssen wir noch machen. Auch das habe ich hier einmal schon vorbereitet. Das hier ist die Nginx-Root, die ich ihm gerne geben würde. Der Name ist bar-root und die sagt, vorne am Path bar, leitest du das bitte weiter auf hier die Python-Sample-App. So, und alles, was ich jetzt machen muss, ist eigentlich, dass ich in dieses Verzeichnis gehe und sage nochmal OC-Apply mit genau diesem Pfeil. So. Da hat er es angelegt, kann ich mir auch kurz angucken. So, ist da. Das heißt, dass der hier jetzt langsam geschäftigt werden sollte, der Operator. Ja, tatsächlich macht er hier was und ist auch schon fertig. Hier Play Recap, hat einmal Ansible durchgeführt. Die bösen Zahlen sind alle auf 0, unreachable und failed. Also gehe ich davon aus, das hat funktioniert. Und das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal auf die Nginx Engine gehe und das slash bar aufrufe, sehe ich meine Python-Applikation. Ja, das heißt, Nginx nimmt jetzt den Request entgegen und macht als Backend-Proxy ein Backend-Proxy zum OpenShift. So, und wenn ich jetzt nochmal in die Konsole gehe, in der Nginx-Maschine, dann würde ich im Conf-D-Verzeichnis jetzt einen Pfeil erwarten. Ja, da ist es auch schon. Und da ist halt eine kleine Nginx-Konfiguration drin. Ja, super, das hat geklappt. Das heißt, ich gehe jetzt noch einmal kurz zurück zur Präsentation. Reden wir nochmal kurz über das Warum. Das ist jetzt natürlich eventuell nicht sonderlich sensationell jetzt im Endergebnis gewesen. Wir haben eine Datei angelegt, das hätten wir auch auf diverse andere Arten machen können. Aber warum ist das trotzdem interessant aus meiner Sicht? Also einerseits haben wir jetzt gerade einer Software Nginx über Kubernetes beigebracht, auf Basis von Ressourcen zu arbeiten. Ja? Also deklarativ zu sagen, was wir tun wollen und über einen Prozess dahinter, den wir vordefiniert haben, dann irgendetwas zu machen auf Nginx, was schon relativ cool ist, weil dann reiht sich diese Funktionalität eigentlich nahtlos in alles andere ein, was wir auf Kubernetes machen. Und wenn man jetzt weiterdenkt, man denkt, ich habe da ein GitOps-System vor, dann kann ich tatsächlich eine Applikation komplett aus dem YAML deployen und über diese Zusatzressourcen wird halt alles drumherum auch in die richtigen Wege geleitet, damit alles funktioniert. Des Weiteren ist es so, hier in der Mitte, might be performed for 1000 application instances, klar, das Ganze kann tausendfach parallel passieren. Das Ganze, aber das Entscheidende ist eigentlich, es kann passieren ohne manuelle Intervention von irgendwelchen Administratoren. Administratoren können über diese Funktionalität irgendwelche Funktionalitäten vordefinieren als Operator und geben über die Ressourcen dann den Entwicklern oder den DevOps-Engineers Möglichkeiten, um diese Prozesse selbst zu benutzen. Ja, ohne dass irgendjemand da noch manuell eingreifen muss, außer dem Projektteam selbst. Und das skaliert natürlich viel besser, als wenn man Administrator es selbst machen muss. Und auf der letztens hier, might do much more complex tasks. Ich habe es anfangs schon gesagt, Ansible kann jede Menge Krams machen. Ich könnte darüber eine AWS-Datenbank-Ressource deployen. Ich könnte darin eine Datenbank-Instanz kreieren, könnte in DDL einspielen, könnte irgendwelche REST-Services ansprechen, alles Mögliche. Das heißt, wenn man einmal die Möglichkeit hat, Ansible so zu benutzen, dann hat man eine ganze Menge weitere Use-Cases, die man darüber abbilden kann. Genau. Und das war es auch schön. Und ich bin genau am Ende der 25 Minuten, sehr schön. Nochmal als Hinweis, ich habe den Endzustand dieses Projekts hier auf GitHub hochgeladen. Da befindet sich auch ein Step-by-Step-Guide bei in einem README, wie man zu diesem Endzustand kommt. Und noch ein weiterer Hinweis, falls euch das Thema generell interessiert, ja,
dann würde ich euch meinen Webcast, den ich Ende des Jahres für IBM mache, am 2. Dezember ans Herz legen. Da geht es generischer darum, um das Thema, wie man Kubernetes als Treiber für IT-Automation nutzen kann, was für Konzepte es gibt, und macht das ein bisschen strategischer, rollt die Sache von der strategischen Seite ein bisschen auf. Genau, das war's. Oliver, erstmal perfekt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und gibt es Fragen, die ich beantworten kann? Ja, selbstverständlich. Es gab gleich zu Beginn eine Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du schon darauf... Applaus, Oliver. Genau, Julia, finde ich auch. Hat er super gemacht. Danke. Wunderbar. Es gab eine Frage von Thorsten, ob ihr auch Erfahrungen mit Operator-Alternativen wie zum Beispiel Jenkins habt. Vielleicht bist du auch noch kurz darauf eingegangen, aber ich habe es nicht ganz mitbekommen, deswegen... Ja, das ist tatsächlich die Art, wie wir die Probleme, diese Probleme früher gelöst hätten. Ja, also wenn ich nicht über Ressourcendefinitionen gehen kann, ja, dann gehe ich einen Schritt zurück und nehme halt den CI/CD-Prozess, der eventuell dafür zuständig ist, diese Ressourcen zu erzeugen, und mache alles, was notwendig ist, darin vorher. Das funktioniert, gar kein Problem. Was da nicht so richtig cool funktioniert, sind so Sachen wie Rollbacks. Ja? Also angenommen, wir haben im CI/CD-Projekt irgendetwas gerade gezogen, was wieder schief gezogen werden muss, weil ich auf eine frühe Version gehen will. Dann tun sich diese prozeduralen Ansätze schon mal eher schwer, die vorherige Ausgangssituation herzustellen. Genau hier haben Ressourcen ihren Vorteil. Ja? Hier definiere ich das Endergebnis, und der Operator ist dafür zuständig, wieder zu diesem Endergebnis zurückzukommen. Ja, daher, ja, haben wir gemacht. Wir finden, Operator sind der Sache allerdings überlegen. Okay, alles klar, vielen Dank. Brauche ich denn für den Use Case eine Ansible-Lizenz oder wie läuft das? Also das jetzt hier tatsächlich nicht. Die Ansible Engine kann ich grundsätzlich ohne Lizenz benutzen. Die Nginx Core-Kollektion ist unter Apache 2-Lizenz freigegeben. Ja, also das alles funktioniert. Operator SDK ist auch frei. Man muss ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Kollektion man nimmt. Also ein Benefit dieser Ansible-Lizenz, die es ja tatsächlich auch gibt, ist, dass man da einen Zugriff auf viele kuratierte Zusatzkollektionen bekommt, also von AWS und diversen Cloud-Anbietern, deren auch supported sind tatsächlich über Red Hat. Ja, da bräuchte ich dann eine Lizenz für, aber hierfür, für diesen Use Case tatsächlich nicht. Okay, Thema Red Hat. Apropos, es gibt ja gerade eine angekündigte Red Hat Automation Plattform 2. Mhm. Wie verhält sich da die Lösung, die ja an sich schon was Ähnliches macht, oder? Ja, das ist tatsächlich interessant. Letztendlich ist diese Automation-Plattform die Portierung von Ansible Tower, also im Serverprodukt von Ansible, auf Kubernetes. Ja, auch da ist dann im Grunde genommen die Ansible Runtimes sind tatsächlich auch Container. Ja, Ansible wird, was das angeht, da tatsächlich cloudfähig gemacht. Aber der Use Case, der dahinter steht, zumindest jetzt momentan noch, ist tatsächlich einfach bloß klassische IT-Automation zu machen, halt bloß über Kubernetes, was ja auch ein paar Vorteile hat, wie Scheduling und sowas in der Art. Tatsächlich glaube ich, dieser Operator-Ansatz, den ich jetzt gezeigt habe, Ansible, ist so, ja, eigentlich einfach, ja, und so simpel umzusetzen, sonst hätte ich es jetzt in einer kurzen Zeit noch nicht machen können, dass der trotzdem interessant bleibt, und weil man halt da komplett sein eigener Herr ist, ja. Okay, verstanden. Jetzt, was mache ich denn, wenn ich keinen direkten Zugriff auf das Zielsystem habe, weil es eben per SSH nicht erlaubt ist? Wie löse ich dann das Problem? Ja, also logischerweise ist die Security des jeweiligen Unternehmens involviert, wenn irgendetwas versucht, auf die Routing-Instanz ins Internet Verbindungen aufzubauen. Ich glaube, die erste Frage, die man hier erstmal grundsätzlich und ehrlich stellen muss, ist, will ich eigentlich, dass dieser Part automatisiert wird? Ja, wenn nein, dann ist das Thema damit erledigt, leider. Wenn ja, gibt es diverse Arten, um das abzusichern. Ja, einerseits muss man berücksichtigen, dieser Operator, den ich da deploy, den habe ich als Administrator in meiner Hand, da kommt niemand anders rein und kann die Funktionalität, die ich da rein programmiert habe, umdefinieren. Ja. Insofern, wenn ich da wasserdicht arbeite, bin ich schon mal gut auf der guten Seite. Wenn ich jetzt wirklich das entkoppeln will und nicht einen SSH-Zugang nutzen will, der ja ziemlich mächtig ist, dann kann ich so machen, dass ich halt einen externen Webservice entwickle, der dann wirklich nur spezifisch auf diesem Nginx-Server das macht, was getan werden soll, und dann halt von Ansible aus diesen Webservice aufrufe. Also ist es noch ein bisschen, die Sicherheit noch ein bisschen mehr Richtung Nginx verschoben. Okay, super. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir, also wirklich, das Timing mit dir ist unglaublich gut, lieber Oliver. Hast du perfekt gemacht. Jetzt geht's auch gleich zurück in die Lobby. Ich darf euch auch noch herzlich einladen, den Deep Dive zu bewerten. Da kommt so ein kleines Fensterchen. Oliver, du bist auch heute für weitere Fragen noch
Mit online? Das ist richtig, ja. Okay, super. Wir haben als Konsul auch ein Booth in der Ausstellung. Wer mit mir noch über das Thema schwatzen will oder generell Fragen hat, kann da auch gerne auf mich zukommen. Alles klar, vielen Dank. Tschüss und bis gleich in der Lobby. Dankeschön, tschüss.